Servus zu Barbecue aus Franken. Ja, es ist schon wieder Mittwoch und es gibt was Leckeres. Kleine Resteverwertung. Wobei einen dieser Reste habe ich bewusst produziert, damit was übrig bleibt. Aber das erzählt er ja jetzt eh gleich. Und zwar quasi in der Einstellung in der Küche. Ich habe nämlich diese schwäbische Bacon-Bomb, das gibt es nämlich heute, habe ich jetzt schon so weit fertig, dass ich auf den Grill kann. Ich werde gleich den Riegel 400 hochheizen, also sprich den Smoker, den Breaking Smoker. Und in der Zwischenzeit, solange der auf Temperatur kommt, ich möchte so 250 Grad haben, könnt ihr euch ja mal anschauen, was ich in der Küche so gebastelt habe. Aber bevor wir in die Küche gehen, schnell noch den Grill anschmeißen. Ja, den kriegen wir auf. Und jetzt geht's in der Küche weiter. Das sind meine drei Zutaten, die ich heute habe. Es sind eigentlich mehr, weil ich habe hier ja meine schwäbischen Kässpätzle. Was dabei sind, keine Spätzle, sind Knöpfle. Das eignet sich sehr gut dafür. Ich habe gestern etwas bewusst mehr gemacht, weil ich heute dieses Kassler hier mitverarbeiten wollte. Und hatte ich eben die Idee dazu, das so mit einzuarbeiten. Das Kassler übrigens ist selbst gemacht. Hat es letzte Woche bei uns gegeben als Abendessen. Richtig schön mit Sauerkraut, frischem Brot. Super, war toll. Ganz toll geworden. Ich verlinke euch am Schluss mal ein Video, wo ich so ein Kassler selbst gemacht habe, damit ihr wisst, wie dieses Kassler auch entstanden ist. Und dann haben wir noch eine schöne Portion Bacon, da machen wir dann ein Bacon-Netz drauf. Beginnen werde ich allerdings, indem ich das Kassler in relativ dünne Scheiben schneiden werde. Ich mache das mit der Maschine, das ist das Einfachste. So, ein bisschen laut, deswegen mache ich jetzt den Anfang hier und dann mache ich ohne euch weiter. Und das war's dann. Meine Scheiben, was haben wir denn da? Ungefähr so 1,5 bis knapp 2 mm. Und jetzt brauchen wir Platz am Brett. Auf das kommt nämlich jetzt ein Bogen Backpapier. Und da machen wir jetzt ganz einfach unser Bacon-Netz drauf, wie gehabt. Bacon auslegen. Die Fragen werden wieder kommen. Wo ist denn der Bacon her? In dem Fall aus der Metro. Das Bacon-Netz ist soweit fertig. Sieht, glaube ich, ganz gut aus. Fläche ist auch in Ordnung. Was wir jetzt machen, ist die Kasslerscheim auch auf das Bacon-Netz legen. So ein bisschen überlappen das Ganze, weil Sinn und Zweck ist, dass wir das Bacon-Netz richtig schön dicht bekommen, also so dicht wie möglich, weil wir haben ja in den Kässpätzle wirklich viel Käse drin. Der soll auch wenn möglich da drin bleiben. Zu den Kässpätzle übrigens, ich habe das jetzt nicht mitgefilmt. Ist wirklich kein großer Aufwand. Was ist es? Es sind Spätzle gewesen, also sprich so Knöpfle, in dem Fall fertig. Und ein bisschen Sahne, Käse, Petersilie, Salz, Pfeffer, Käse natürlich. Ich schreibe euch aber ein kleines Rezept unten mit rein. Das habt ihr dann wie üblich zum Download. So, und ist jetzt tatsächlich fast das ganze Stück da reingegangen. So, jetzt habe ich ein paar Handschuhe angezogen. Das geht, glaube ich, mit am besten. Jetzt verteile ich einfach von meinen Kässpätzle. Ganz schön in Portion, etwa so einen Zentimeter dick auf der Fläche. Ich habe bewusst hier unten freigelassen. Wir werden es jetzt von oben nach unten versuchen zu rollen. Und da kann sein, dass sich etwas Material nach unten schiebt. Dann fällt da nicht zu viel raus. So, den Handschuh habe ich wieder ausgezogen. Und jetzt versuchen wir das Ganze mal einzurollen. Möglichst schön kompakt. Ziehen wir natürlich wieder ab. Rutscht ein bisschen auf dem Brett. Ich drehe es einmal rum, da können wir leichter. Alles ein bisschen mit andrücken, drinnen bleiben. Ihr seht schon, das wandert jetzt alles ein bisschen nach vorne. Also auf den Schluss zu. Drücke ich das einfach ein bisschen zusammen, so dass das Ganze richtig schön kompakt wird. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Jetzt geht es am Grill weiter. So, wir haben so die 250 Grad. Dann machen wir mal den Deckel auf. Dann habe ich mir als Folie, als Alufolie,
eine Wanne gebaut. Einfach, es wird was runtertropfen, sehr wahrscheinlich. Und so versauern wir den Grill nicht. Und dann darf die Bacon-Bomb rein. Die schwäbische Bacon-Bomb. Bin ich gespannt. Ja, jetzt haben wir natürlich den Vorteil. Es ist ja im Grunde genommen alles fertig, bis auf den Bacon, der knusprig werden soll. Also, was streben wir an? Ich sage mal, so eine Kerntemperatur größer 60 Grad, dass es innen heiß ist. Und außen soll der Bacon halt ein bisschen knusprig werden. Barbecue-Soße mache ich übrigens bewusst nicht drauf. Ich denke, meiner Meinung nach passt es nicht dazu. Stecken wir mal einen Fühler rein. Wir wollen ja doch wissen, wann das Ding soweit ist. Und machen den Deckel zu. Wegen der Zeit weiß ich noch nicht ganz genau, bis der Bacon knusprig ist und die Temperatur erreicht ist. Ich habe es so noch nie gemacht. Ich sage euch aber hinten noch, wie lange das gedauert hat. 55 Minuten sind vergangen. So sieht das Ganze jetzt aus. Jawohl, das hat eine richtig schöne Farbe. Es hat 65 Grad Kerntemperatur und ich glaube, das sollten wir auch machen. 65 Grad, vorhin habe ich zwar 60 gesagt, aber größer 60, sagen wir es mal so. Ist gar nicht so viel rausgelaufen, wie ich gedacht habe. Ich nehme das Ganze jetzt mal runter und dann schneiden wir es an. Und da ist das gute Stück. Also man sieht hier, quillt es ein bisschen schön raus, aber das sieht richtig lecker aus. Der Duft echt hervorragend. Bin froh, dass ich mich nicht für eine Barbecue-Soße entschieden habe, weil das ist nämlich oben jetzt richtig schön knusprig. Und das hätten wir, glaube ich, nicht, wenn wir Barbecue-Soße drauf hätten. Außerdem passt es nicht dazu, meiner Meinung nach. Kann ja jeder machen, wie er mag. Jetzt machen wir einen Anschnitt. So, kurzer Plausch mit den Nachbarn noch vorher und jetzt schneiden wir an. Es riecht halt wirklich in alle Ecken rein. Ne? Also, ein Anschnitt. Es ist auch nicht mehr so heiß, das passt schon. Und jetzt schauen wir mal da rein. Ich bin selber ganz groß gespannt. Jawohl. Ganz genau so haben wir das vorgestellt. Richtig schön käsig. Hier sieht man wunderbar das Kassler, das selbstgemachte. Da ist garantiert nichts trocken. Jawohl. Tolle Sache. Jetzt schneiden wir mal eine Scheibe runter und dann wird versucht. Also, mal richtig schöne Scheibe schneiden. Also ein Salat dazu, dann habt ihr gegessen auf jeden Fall. Mensch, das schaut ja, man sieht es auf die Entfernung jetzt sicher nicht mehr, aber sensationell. So, jetzt probieren wir das Ganze. Lange Rede, kurzer Sinn, renn damit. Ja. Hm. Sehr käsig. Das Kassler ist null trocken, richtig schön saftig alles und ja, passt auch so richtig hervorragend dazu. Der Bacon außen kommt richtig gut. Ich denke mal, das ist ein ganz tolles Essen. Wie gesagt, einfach ein Salat dazu und ihr habt gegessen. Ja, macht es einfach einmal nach. Ich denke mal, das ist eine schöne Geschichte. Und wenn ihr das Kassler jetzt natürlich nicht selber machen wollt, geht zu eurem Metzger. Lasst euch ein paar Kasslerscheiben runterschneiden. Der macht es auch und Spätzle sind ratzfatz gemacht. Ich packe das Ganze ins Rezept unten rein. Ja, hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Mir auf alle Fälle und wir haben jetzt ein leckeres Abendessen. Ja, und wenn euch das Ganze dann gefallen hat, wäre es natürlich schön, wenn ihr es mit einem Daumen nach oben honorieren würdet. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, da kommt das Logo von Barbecue aus Franken. Klickt da einfach drauf und abonniert den Kanal. Würde mich richtig drüber freuen. Vergesst die Glocke nicht zu aktivieren, dann kriegt ihr mit, wenn es was Besonderes gibt. So ab und an einmal an einem Samstag ein Vorstellungsvideo. Ja. Ich bleibe jetzt, euer Sven, bis nächsten Mittwoch, bis dann, tschüssi. Nur schnell ein Glanzstückele, bevor es nahe geht. Und meine Frau ist ja Schwäbin, also muss sein. Hm. Mit Messer und Gabel wäre es vornehmen. Hm. Wer will schon vornehmen sein?